Guten Morgen, Freunde. Das Wetter draußen ist scheiße. Ich muss nachher zur Arbeit. Aber ich begrüße euch wie immer zu einem neuen Daily Vlog. Und, anyways, eine Kollegin nimmt mich nachher zum Glück mit. Dann muss ich bei dem Wetter nicht unbedingt zur Bushaltestelle latschen, wie ist das? Ganz angenehm, also besten Dank an Janine, falls du das siehst. Und ja. Ich weiß nicht, was ich noch machen werde. Wie gesagt, Spätschicht. Aber wenn irgendwas Spannendes passiert, nehmt euch wie immer mit. Also bis gleich. Und übrigens wurden mir heute Morgen ganz viele Instagram Reels zum Thema American Football vorgeschlagen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so krass Ahnung von dieser Sportart habe, aber das hat mich auf jeden Fall dazu inspiriert, mich mehr mit dieser Sportart auseinanderzusetzen. Klar, nichts geht über Basketball und ja, nicht umsonst ist Derrick Rose eines meiner größten Vorbilder. Und genau, aber Football ist halt auch nice und interessant. Und genau, so viel dazu. Taschenmesser-mäßig gibt es leider etwas mysteriöses Update. Und zwar habe ich mir das Dragonfly Classic Mini SD bestellt auf Amazon. Und die haben jetzt zweimal das Paket mit DHL versendet. Und beide Male hieß es, ja, wir versuchen einen neuen Zustellversuch zu unternehmen. Und ja, jetzt muss ich mal rausfinden, was mit dem Paket los ist. Ich hoffe, es kommt noch an. Und das zweite taschenmessermäßige Update ist ja, ich habe mir ja die Werkstour gekauft bei Böker, dass ich für 15 Euro bezahlt habe und dann eine Führung durch das Stammwerk in Solingen mache Anfang Juni. Das wird richtig nice, aber ja, da habe ich mir auch noch eine zweite Version vom Atlas bestellt. Und es ist auch noch nicht angekommen, wird aber geliefert, sobald die das haben. Und genau, hier ist mein Atlas in der Farbe Kupfer. Ist eigentlich ein ziemlich nices Messer, es ist schön leicht. Es ist dünn. Es hat als Funktion natürlich nur die Und da bin ich's nochmal, Philipp aus dem Schnitt. Und ich habe wie immer vergessen, die Verabschiedung aufzunehmen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil man einfach kaputt ins Bett fällt, wenn man nach Hause kommt nach der Arbeit. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Like und abonniert auch gerne meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Und ich verabschiede mich und sage ciao ciao, bis zum nächsten Vlog.